Hallo, also zu dem zweiten Teil meiner Geburtstagsgeschenke. In diesem Video zeige ich euch die drei Happy Mails, die ich um meinen Geburtstag herum erhalten habe. Und wenn ihr ansonsten sehen möchtet, was es sonst für kreative Geschenke zu meinem Geburtstag gab, dann ja, schaut noch mal in den ersten Teil hinein, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und zwar sind die Sachen von der lieben Ulrike, aka Planen auf Papier, hier auf YouTube und auch bei Instagram. Und ich hatte ihr vor einer Weile eine Happy Mail geschickt. Und ja, sie wollte mir irgendwie darauf gerne antworten und was zurückschicken. Und ich meinte dann, ja, sie soll sich nicht stressen und Zeit lassen und darf sich auch gerne noch bis Februar Zeit lassen, weil ich da ja Geburtstag habe und mich dann umso mehr freue, wenn ich noch was auszupacken habe. Und ja, jetzt kam ihr Päckchen sehr pünktlich an und ich bin sehr gespannt. Also war natürlich überhaupt kein Muss, aber ich freue mich sehr. Hier eine schöne Karte, die ich wahrscheinlich kurz selber lese. Ja, also sehr lieb. Ja, womit fangen wir denn an? Ich glaube, ich fange mal hier an, weil es kann sein, dass hier mehrere Kleinteile drin sind, die dann sich verteilen. Sehr schönes Geschenkpapier. Den Federn. Was seid ihr denn eigentlich für Geschenke-Auspacker? Also reißt ihr das alles, die Geschenke, die ihr auch habt, auf? Wir haben immer gesagt, aufreißen wie ein Westpaket, weil das halt damals ja was Besonderes war, wenn man ein Paket aus dem Westen bekommen hat und dann es nicht abwarten konnte und dann das aufgerissen wurde. Also ja, ich bin zwar jetzt 30, aber wenn man zurückrechnet, ja, ich bin noch ein DDR-Kind, aber ich konnte in dem Alter noch nichts aufreißen oder nur aufreißen, wie auch immer. Ja, jedenfalls bin ich jemand, der Geschenke immer sehr langsam auspackt. Also wenn es was zu knoten gibt, dann mache ich das tatsächlich eigentlich auch. Oder ich löse jeden Klebestreifen und schaue dann auch vorher nicht in die Seiten rein und so. Also bei mir dauert Geschenke auspacken sehr lange, weil ich zelebriere das halt. Also jemand hat sich zum einen Mühe gegeben, das einzupacken. Manchmal will ich dann auch das Geschenkpapier noch aufheben. Und ja, ich möchte mir einfach die Spannung und die Freude an dem Auspacken selbst schon so lange wie möglich lassen. Und deswegen mag ich das gar nicht, wenn man das einfach nur so aufreißt. Es gibt regelmäßig dann um mich herum Menschen, die das in den Wahnsinn treibt, weil sie mir nicht so lange zuschauen wollen oder die Spannung selbst nicht so lange ertragen. Aber das ist mir relativ egal. Außer bei euch jetzt, deswegen gebe ich mir Mühe. Ja. Ich nehme an, ja, Tee. Ach, riechen? Kann man noch nichts, aber das ist grüner Tee, den riecht man eh, glaube ich, nicht so. Oder ist das. Moment. Ach, ich liebe diese Art der Verpackung. Also der Verschluss. Ihr wisst schon. Man riecht nichts. Ach, gut verpackt, deswegen riecht man nichts. Nein, also ich kann nichts riechen. Aber es ist grüner Tee in Pyramidentee-Beuteln. Sehr gut. Also ich bin zwar eher so ein Kräuter- und Schwarzteetrinker, aber in letzter Zeit finde ich auch Grüntee gut trinkbar. Nur Früchtetee, da bin ich nicht so hundertprozentig. Also das kommt mir nicht so gut. Ja, also cool. Bisschen Tee. Ja, also hier, das würde ich jetzt eigentlich, aber das kann ich sogar knödeln. Also es sind ja meine Geschenke, ne? Und bei euch könnte ich ja jetzt hier sogar beschleunigen. Aber ich bin geübt.
Tada! Huch. So, mal alles, was hier rausgefallen ist, wieder zurück. So. Also hier kamen mir schon so ein paar Paperclips entgegen. Die hatte ich bei ihr auch schon in Videos gesehen. Die hat sie vorgestellt mit den Smileys. Die bunten. Das ist ein Umschlag von Sustrene. Den hatte ich ihr lustigerweise auch mitgeschickt. Ja, und dann springen mir hier ganz viele schöne Sachen an. Also ich sehe das ja jetzt auch zum ersten Mal. Ich werde versuchen, mich zurückzuhalten, immer zu sagen, schön, 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 weil, ja, ihr kennt das. Man ist verleitet dann einfach bei einem immer schön zu sagen, aber im Endeffekt freut man sich ja eh über alles. Von daher, ja. So, Edie Tapes. Genau, sie hat vor einer Weile auch ihre Winter-Tape-Sammlung sozusagen gepostet. Und da waren einige bei, die ich noch nicht kannte, unter anderem das. Also sehr schön. Und wenn ich jetzt gerade rausschaue, ist es nämlich wirklich jetzt in den letzten Stunden wieder weiß geworden draußen. Passt das sehr gut. Und ein Kaffeetape. Das ist auch gut, weil da habe ich nämlich noch keins. Wollte mir aber auch immer keine ganze Rolle anschaffen, weil ich dafür gar nicht so viel Verwendung hätte. Aber wenn man dann immer mal irgendwo mit jemandem was trinken geht, also einen Kaffee trinken geht, dann eignet sich das sehr gut. Das ist auch cool. Ich habe nämlich so ein ähnliches und dann denkt man, also ich bin dann mittlerweile schon so, dass ich sage, ah nein, dann brauchst du das nicht auch noch. Aber ein Sample ist immer gut. Das da ist auch sehr, sehr schön. Das ist, also ich weiß nicht, ob es direkt eins von Classicy ist, aber es ist so in dem Stil auf jeden Fall. Und das ist sehr cool. Und das müsste... Wollte ich gerade sagen. Doch. Das ist eins von Paper Poetry aus dem Weihnachtsset, was ich euch auch schon mal gezeigt hatte. Also auch sehr schön. Passt noch gut zusammen. Ja, super. Dankeschön. So, dann hier noch einen. Nein. Dann ein paar Post-its. Das ist jetzt mittlerweile, finde ich das auch ganz nett, um in ja, Bullet Journal-Seiten zum Beispiel irgendwie einfach so eine Notizfeldseite ein bisschen abzuheben. Das ganz süß sieht aus wie ein Baum oder Blumenstrauß in einer langen Vase. Sehr schön. Dann ein paar Feder-Post-its. Das ist ganz cool, weil ich habe auch ein paar ja, Feder-Post-its. Aber ich glaube, die habe ich nicht. Und das ergänzt sich dann ja sehr, sehr schön. Muss ich auch mal wieder benutzen. Aber jetzt, wenn der Frühling und so kommt, dann macht man das auch wieder mehr. Wie gesagt, draußen sieht es gerade nicht nach Frühling aus, aber ja. Dann noch Schmetterlings-Post-its. Auch schön. Und Doilies. Das ist dann auch immer ganz cool, wenn man ein paar verschiedene Muster hat. Und die kenne ich jetzt eben noch nicht. Das Muster. Und farbige, finde ich, kriegt man auch eigentlich nicht so oft. Und das ist sehr cool. Also ich habe jetzt auch vor kurzem von Sustrene welche mitgebracht bekommen, die in Kraftpapier sind zum Beispiel und ich glaube in Mintgrün. Aber das ist natürlich, ja, so Sustrene und so weiter, die dann schon ein bisschen Gefühl davon haben, für haben, was gut ankommt. Aber so im normalen Drogeriemarkt kriegt man meistens bloß weiße. Dann ein Stempel und zwar ein Schmetterling. Passt zu dem Schmetterling. Dann noch so ein Transparentpapierumschlag. Also ich versuche das immer, ich meine, ihr seht es zwar einerseits, aber
Ich versuche es immer nochmal in Worte zu fassen, falls ihr es nicht ganz erkennen könnt. Washi Samples. Dann Project Life Karten. Keep some room in your heart for the unimaginate. Stimmt das? Ich glaube. Langsam kein Platz mehr. Dann ein paar La Dolce Vita. Na, Post-its sind es ja nicht, Notizzettel, wo sogar so viele verschiedene. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich jetzt nicht so der mega La Dolce Vita-Fan bin, aber das bezieht sich jetzt eher darauf, dass ich es zum Beispiel nicht selber bestellen würde. Aber wenn ich etwas bekomme, dann finde ich es trotzdem ganz cool, weil dann hat man. Also, dann gefallen sie mir halt oft schon recht gut und ich würde sie auch benutzen. Und das ist vielleicht das Gute, dass ich sie dann tatsächlich auch benutzen würde. Und von denen habe ich, glaube ich, sogar die Stempelabdrücke bekommen. Mal. Die sind auch ganz cool. Ja, also. Schön. Ah, hier sind sogar noch ein paar. Also das müssten ja dann... Also ich weiß jetzt nicht, ob das Originale sind, aber ich glaube doch. Ich glaube, die sind schon immer so... Also sieht danach aus. Wie gesagt, ich hatte ja bisher erst einen. Und noch ein paar andere, wobei das ist jetzt ähnlich. Aber ist ja, also wie gesagt, mir ist das ja ganz egal. Das könnte, glaube ich, von Mavi sein, so gut, soweit ich den Zeichenstil jetzt beurteilen kann. Aber auch da habe ich noch nie bestellt, also bin ich nicht ganz sicher. Dann diese Hello-Sticker. Oh, ein Vellum-Booklet. 15 Sheets of Quotes, Page Elements and Summer Images. Ah, cool. Das sind so verschiedene eben bedruckte Transparentpapiere. In sehr sommerlichen Farben. Schön. Das kann man, glaube ich, ganz gut... für Karten benutzen, die mit den Sprüchen. Ja, so als Deckblatt oder so für eine Karte. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr wohin. Und dann noch ein paar Sticker-Sheets. Süß. Das ist auch irgendwie so. Cooles Papier irgendwie. Ist halt nicht so glatt, sondern eher so ein raues Papier. Ah. Von Be Organized hatte ich nämlich auch noch nichts. Cool. Vor allem die sind sehr, sehr klein. Das ist schön für den Planer. Aber ich glaube, die sind ja dann eben auch sehr direkt dafür ausgelegt. Cool, die sind echt schön. Oh, Aurora's Heart. Also da, ich habe tatsächlich auch noch nie wirklich bestellt in so einem Planer-Sticker-Shop. Weil ich immer so viel Zeug schon eh rumliegen habe und so. Und ich denke, wenn ich da dann auch noch anfange, dann ja, komme ich gar nicht mehr klar. Aber ich freue mich jetzt sehr, da trotzdem mal irgendwie was von zu haben. Was man sonst immer so sieht. Schön, schön. Ja, alles sehr freundliche Farben. Das heißt, die können dann, wie gesagt, mit dem, wenn sich der Frühling draußen auch mal wieder ein bisschen zeigt, dürfen die dann herhalten. Oh, hier geht's noch weiter. Genau, die habe ich. Die gibt's, glaube ich, bei Sustrene. Sind das die? Ich glaube schon. Die habe ich, glaube ich, auch mitgebracht bekommen vor kurzem. Also es ist immer bei Happy Mails kann man immer nicht hundertprozentig sagen, wo Sachen herkommen, aber ich kann immer so grob raten und selbst wenn es dann nicht stimmt, wisst ihr zumindest, wo ihr mal nachschauen könnt, wenn ihr etwas Ähnliches sucht, weil das dann vom Stil her ähnlich ist. Also hier hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, es könnte Depot sein, genau wie die, aber ich weiß es eben nicht sicher. Genau, also da noch ein paar so also ein Tafel-Optik-Sticker, aber die sind wirklich sehr
glatt. Also, weiß nicht, ob man da wirklich dann mit einem Kreidestift drauf schreiben soll. Ich glaube, ich habe jetzt auch gerade keinen Griff bereit. Ansonsten halt einfach als Deko-Element oder noch einen anderen Sticker mit rein. Und zwei schöne Papiere. Und noch so ein... Ah, das ist ein... Auch so ein Vellum-Papier mit Goldfolienprägung. Guck. Cool. Sehr, sehr schön. Ja, also das war die Happy Mail von der lieben Uli. Vielen, vielen Dank dir. Ich habe noch etwas per Post bekommen, noch eine Happy Mail bekommen und die möchte ich euch natürlich auch zeigen. Und zwar von der lieben Jana, aka Jana Schkala. Ich denke, ich muss dazu nichts weiter sagen. Ihr werdet sie mit Sicherheit kennen. Wenn nicht, verlinke ich sie trotzdem unten. Das Briefchen habe ich schon rausgenommen, aber ansonsten habe ich noch nichts angeguckt weiter. Und diesen Zettel habe ich schon gesehen und fand ich sehr gut. Also ich denke, das wird aus der Flow sein. Zeit existiert, damit nicht alles auf einmal geschieht und Raum existiert, damit nicht alles dir passiert. Finde ich mega Spruch. Also manche Sachen sind ja echt so ein bisschen flach manchmal, aber das ist richtig, richtig passend und super. Jo, dann Spannung steigt. Also ich habe den gestern bekommen und musste mich quasi zurückhalten, noch nicht reinzuschauen, weil ich das gerne mit euch auspacken wollte. Aber ehrlich gesagt hatte ich gestern auch einfach sowas von gar keine Zeit mit den ganzen Vorbereitungen. Oh, wie schön! Also ich hatte ihr damals im Ende Oktober, Anfang November so eine Herbst-Happy-Mail geschickt. Dazu gab es auch ein Video. Findet ihr auf meinem Kanal. Und ja, dann hat sie geschrieben, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, dass sie noch nicht antworten kann und so, was aber ja überhaupt kein Problem ist, weil ich weiß, wie zeitintensiv sowas ist und dass sie auch viel mit der Uni zu tun hatte und so und deswegen überhaupt kein Problem. Und jetzt freue ich mich umso mehr und dann auch noch zum Geburtstag. Ich weiß nicht mal, ob ihr bewusst ist, dass das jetzt passend zu meinem Geburtstag ankam oder ob das Zufall war, weil sie jetzt halt gerade Semesterferien hat und Zeit dafür. Also auf jeden Fall, Jana, es passt super gut und du reißt dich ein in die Post, in die Geburtstagspost. Jetzt kam natürlich alles auf einmal und manchmal freut man sich ja auch übers Jahr verteilt, was zu bekommen, aber nein, also ich bin mega happy für alle, an alle auch, die an mich gedacht haben. Oh, sehr schön. Ach ja, genau, und sie hat auch geschrieben, sie hat sich inspiriert gefühlt von meinem Flipbook-Tutorial, wo ihr auch das Video hier findet und was ihr auch schon von der lieben Karin, oh mein Gott, habe ich jetzt deinen Namen falsch gesagt? Also ihr wisst, es liegen jetzt ein paar Tage dazwischen, deswegen hau mich nicht. Ich glaube, Karin. genau, das Flipbook war und Diana jetzt mal im größeren Stil. Also sehr, sehr cool, wie gesagt, dass wenn jemand das so nachmacht und so, das freut mich voll. Ja, jetzt genug gelabert, weil ich wette, dass die Kamera während dieser Aufnahme ausgeht. Oder ich mache sie jetzt aus, warte einen Moment und dann packen wir es zusammen gescheit aus. Oh Gott, ich muss noch weiter warten. Okay, wir sehen uns gleich. So, ja, wie gesagt, also die Kamera, wenn sie zu heiß wird, weil sie zu lange läuft oder so, geht dann immer aus und das wollte ich jetzt verhindern. Für euch ist jetzt nicht viel Zeit vergangen, für mich schon ein bisschen. Und jetzt machen wir weiter. Hier ist ein Tütchen zugemacht mit, das passt ja auch super gut, dass da drunter diese Blume oder irgendwas liegt. Stammzweig, wie auch immer, von der Blume. Sieht jetzt so aus, wie als würde zu der Blume hier außen gehören. Und das sind diese Washi-Tapes, die aus so einzelnen Blütenblättern bestehen. Sehr cool. Aber wie... Muss ich das überhaupt aufmachen? Doch, muss man aufmachen. Jetzt muss ich es fast... Also, es sieht auf jeden Fall alles schon mal sehr, sehr hübsch gemacht aus. Mag ich ja sehr gerne, wenn es so ein kleines... Also, wenn die Verpackung der Happy Mail auch schon so ein kleines Kunstwerk ist. Und dann auch hier mit dem S aus diesem Wimpel. Auch cool.
So. Jetzt. Jetzt muss ich diese Blume da zerstören. Das hat sie bestimmt mit Absicht gemacht. Also das... meine ich lag da so drunter. Hallo. Und es sah halt so aus, als wenn der Teil zu dieser Blume gehört. Oh, ich sehe schon ganz schöne Sachen. Also, ein Handschuh. Die sind ja auch schön. So Aquarellkreise. Oh, sehr schöne Sachen. Auch ein paar selbst ausgeschnittene Sachen. Sehr schön. Oh ja, oh ja, oh ja. Alles ganz, ganz schick und toll. Super, vielen Dank. Jetzt ist echt die Frage, packe ich das jetzt hier wieder rein? Wobei, ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich mag das, wenn man so eine fertige Sache dann nehmen kann und nur mit der dekorieren. Also sonst müsste ich das ja jetzt irgendwo anders hin machen, damit ich es gut wiederfinde. Aber ich denke, ich probiere das wirklich so, dass ich dann eigentlich einfach bei einem der nächsten Dekos mir ein Happy Mail nehme und die Sachen aus dieser Mail dann verwende. Oh, die sind aber auch schön. So Label, teilweise mit Kupferfolie. Echt schön. Muss man halt immer so einen Edding nehmen, damit man darauf noch irgendwie schreiben kann. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Das sind jetzt 8, das heißt, man kann die wirklich für eine Woche auch fürs Datum benutzen. Sehr schön. Genau, und dann so eine Wimpelkette. Ich glaube, die habe ich auch aus der Flow. Aber jetzt habe ich auch mal eine weitere Idee, was man machen kann. Also so oben irgendwie ein Tütchen zu kleben oder irgendwas. Weil ich weiß nicht, wer die so wirklich aufhängt. Also ich hätte es gestern am Geburtstag, hätte ich das tatsächlich mal machen können. Sehr schön. Aber es ist halt auch einfach schönes Papier. Ich versuche das jetzt immer wieder so zurückzupacken, damit ich weiß, damit es noch so aussieht ungefähr wie original. Ah, das hatte ich ja auch bei dem einen gemacht, dass man wirklich noch checkt, dass dahinter auch noch irgendwas ist, da so einen kleinen Hinweis hinzumachen. Sonst hätte ich es jetzt wahrscheinlich selber übersehen, obwohl ich selber darauf hingewiesen habe. Also sehr gut der Tipp scheinbar von mir selbst gewesen. oh ja. Oh ja. Ja, meine letzte Wochendeko ist jetzt schon ein bisschen her, weil ich jetzt tatsächlich 3 Wochen auf einer Doppelseite gemacht habe, weil ich einfach nicht den Platz gebraucht habe. Aber das ist nochmal ein extra Ding, das erzähle ich euch dann wann anders. Das ist sehr schön. Oh, das ist auch cool. Sehr, sehr schön. Sind teilweise, glaube ich, auch Sachen aus der Flow dabei, was ganz gut ist, weil ich mich ja immer nicht traue, meine zu zerschneiden. Und habe dann trotzdem nochmal was davon und kann es benutzen. Weil wenn es jetzt schon ausgeschnitten ist, dann kann ich es auch benutzen, auf jeden Fall. So. Sehr schön. Also auch eine gute Idee. Ich hatte das ja irgendwie noch ein bisschen anders gemacht, glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Idee, hier so ein, so was reinzukleben. Sehr gut. Dann haben wir hier ein Flamingo-Paperclip. Ich glaube, solche in der Art habe ich auch. Ich weiß nicht genau, ob es die gleichen sind, aber ist ja egal. Vor allem ist die sehr farbenfroh, was mich eigentlich irgendwie total freut, weil das ja, ich habe ja schon gesagt, ist momentan so grau und draußen. Und ja, dann sowas Sommerliches oder Frühlingshaftes, sehr, sehr schön. Auch ganz toll. Ich finde es echt gut, dass man sieht, dass du verschiedene Sachen benutzt hast, die, wo ich jetzt wieder gedacht hätte, was heißt zu schade? Also wenn ich jemandem was schicke, dann ist mir das natürlich nicht zu schade, aber
da jetzt drauf zu schreiben, hätte ich irgendwie nicht übers Herz gebracht. Ich weiß nicht warum, weil ich es einfach so schon so schön finde. Also ich finde super, dass du es gemacht hast. Also genau, also dieser Paperclip hält einige Washi-Samples. Sehr, sehr cool. Oha, und das ist dann tatsächlich das, das originale Classic-Key, oder? Das habe ich nämlich tatsächlich, also das originale habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Ah, ja. Weil das sieht man immer so gar nicht, finde ich. Also ich, mir war das bisher nicht bewusst in anderen Videos. Na? Dass das nicht einfach nur so eine karierte Struktur hat, sondern auch noch so Flecken irgendwie, also wie so Recyclingpapier oder eben schon ein bisschen abgenutzt. Das, finde ich, sieht man selten so richtig in Videos, wenn das gezeigt wird. Sehr cool. Also für die, die es nicht kennen sollten, das ist halt ein, auch mehr oder weniger ein Washi-Tape, auch wenn es nicht aus dem typischen Material ist, glaube ich, das noch auf einer Trägerfolie klebt. Das gibt es in so einer Riesenrolle. Oder auf einer Riesenrolle. Genau, und das kann man hier von dem Trägerpapier abziehen und ist eben auch klebend. Und weil das so matt ist, kann man da, glaube ich, echt mit fast jedem Stift drauf schreiben. Also so Gelschreiber und so weiß ich vielleicht nicht so, aber mit Kugelschreiber zum Beispiel auf jeden Fall. Das ist sehr cool. Dann... Ah, ich glaube, das ist aus einem Motivpapier ausgeschnitten oder so. Auch schön, Briefmarken, so Florale. Und dann diese Washis. Ich habe tatsächlich keins davon. Und sie hat ja neulich ihre Washi-Schublade gezeigt, also dass ihre Washi-Sammlung tatsächlich nur aus einer Schublade besteht, was ich sehr sportlich finde. Also Respekt, dass du dich da so zurückhalten kannst. Ich kann das nicht. Genau, das hatte ich, glaube ich, schon mal überlegt, selber zu kaufen. Und das habe ich tatsächlich in Größe, also ungefähr so hoch. Aber ansonsten echt cool. Auch ein La Dolce Vita Tape. Sehr schön. Also da habe ich also die nächsten Wochen Dekos. Nicht, dass ich nicht selber genug Sachen hätte, aber die nächsten sind trotzdem gesichert. Auch wenn man überlegt immer, was man so benutzt. Da kann ich mich jetzt aus den letzten Happy Mails auf jeden Fall bedienen. Sehr schön. Da, ja, da ist tatsächlich auch noch was. Auch süß. Ist halt auch echt süß verpackt, ne? So mit diesem kleinen Täschchen hier, das ist ja geil. Genau, also die kenne ich auch, die finde ich super. Die sind sehr schön. Und das ist eben doch so diese dünne Ausgabe, das ist sehr gut fürs Bullet Journal und so, dass das nicht so viel, ja, nicht so dick ist. Also die Tasche, das ist echt der Hit. Die ist ja richtig cool. Also ich weiß, ich freue mich auch über den Inhalt und es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen bescheuert, dass ich mich, also dass ich so fasziniert von der Verpackung bin. Aber weil das eigentlich so einfach ist, so dieses Täschchen zu falten und auch mit dem abgerissenen Rand und so, das gefällt mir echt gut. Echt voll die süße Idee. Und man das dann halt auch so gut. Also keine Angst, die Sticker schauen wir uns auch gleich noch an, aber ich bin fasziniert von der Verpackung. Jetzt hier rein da. Wenn das hier so irgendwie so draufkleben würde, also dann sieht man auch das hinten nicht. Voll gut. Das muss ich mir merken. Das ist echt schön. So, jetzt die Sticker. Das dürften ja auch die La Dolce Vita Mädchen sein. Und ich habe ja gesagt, also mein erstes La Dolce Vita Mädchen habe ich auch von ihr bekommen. Von der Jana. Das mit dem Monster AG Pulli, was in meiner Watchlist für dieses Jahr klebt im Bullet Journal. Genau, die passt sehr gut in die Woche eigentlich. Mit dem Kuchen. Sehr gut. Die ist auch schön. Ja, die sind doch alle ganz cool auf jeden Fall. Das bin, glaube ich, am wenigsten ich, weil die ist, glaube ich, sehr sportlich angezogen. Die sieht aus, als wenn sie gerade vom Joggen kommt und auf dem Rückweg ein bisschen Brot gekauft hat. Obwohl, außer die Schuhe. Die sehen nicht nach Joggen aus.
Ja, verrückt. Also sehr cool. Und ich denke wieder, dass das von Marie ist. Auch schön. Ja, cool. Und dann noch die Verpackung. Ich glaube, ich lasse das mal irgendwo hier vorne mit drin und schiebe das nicht da hinten rein, weil dann sehe ich das besser, wenn ich das wieder anmache. Ich mache das mal zu, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Weil hier geht es noch weiter. Ah, das ist ja auch cool. Oh, das ist eine gute Idee. Also wenn man so großes Papier nimmt oder in Umschläge. Also sie hat schon mal dann doch keine Umschläge genommen. Oder doch? Nee, weil das, denke ich, das ist Papier. Das ist auch in dem Flow Book for Paper Lovers drin. Also vielleicht hat sie die so nachempfunden. Also so ähnliche wie Umschläge. Ah ja. Ja, cool. Und dann hat man mit diesen Tüten erweitert. Das ist echt gut, da so ein Butterbrotpapier, Butterbrottüte als Ausklapper zu nehmen, weil da hat man dann ja definitiv auch ein bisschen Platz. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Und man sieht auch, ob man alles dann da rausgenommen hat. So. Da sehe ich schon gleich was, sage ich euch gleich. Dann ein paar alte Buchseiten. Super. Schmetterlinge. Schön. Super. Können wir auch nochmal alle gebrauchen. Und dann ein paar Post-its. Ich glaube, das sind so Kristalle oder so drauf. Und die, da gibt es ja so eine lustige Geschichte. Also ich will das jetzt wieder nicht zu sehr ausführen, aber ich habe hier tatsächlich auch sowas kleben neben mir. Das ist der da. Und das Lustige war, dass ich nämlich auf eBay Kleinanzeigen mal ein Buch gekauft habe über Collagen. Gebraucht und die mir das dann geschickt hat, hat mir auch so ein Stickerpack davon, also das sind jetzt Post-its und sie hat mir so ein Stickerpack davon mit reingelegt und dann habe ich mich halt bedankt, weil das also halt voll gefreut hat, dass sie da irgendwie sowas reingelegt hat, weil ich habe ja ein Buch gekauft und keine Happy Mail oder so und dann hat sie mir erzählt, dass sie die gestaltet hat. Also bei der Designerin von diesen Sachen habe ich privat über eBay Kleinanzeigen dieses Collagenbuch gekauft. Und sie hat mir dann quasi so ein Beleg-Exemplar-Pack von diesen Stickern reingepackt. Und jetzt, wenn ich diese Motive immer sehe, freue ich mich voll, weil ich so durch Zufall quasi mit der Designerin in Kontakt getreten bin. Und da ich ja selber auch Designer bin und gerade diese collagenartigen Sachen, dieser Stil mir extrem gut gefällt und ich eigentlich gern mehr in die Richtung auch machen würde, nur nicht so richtig die die Kunden- und Anwendungsbereiche dafür habe, fand ich das auf jeden Fall voll spannend und folgt ihr auch auf Instagram und Co. Also wenn ich dran denke, verlinke ich euch ihren Channel auch nochmal. Also vielen Dank, liebe Jana. Alles wunderschöne Sachen, sehr schön gemacht auch. Wie ich es eigentlich auch schon gesagt habe jetzt bei dem anderen, also wenn sich jemand dann so Mühe gibt und so, Also es ist nicht egal, was drin ist, aber es ist so auch noch ein weiteres Goodie, dass die Verpackung schön ist. Und ich finde, das sollte auch so ein bisschen Sinn und Zweck sein. Also dass es nicht nur um den Austausch von irgendwelchen Sachen geht, sondern wir sind halt kreativ und machen so gerne kreative Sachen und es gibt einfach dadurch einen weiteren Grund, etwas Kreatives zu machen, ohne dass es dann auf unserem Schreibtisch rumliegt, sondern wir können es verschicken, jemand anders freut sich und wir haben trotzdem das gemacht, was uns Spaß macht. Also das ist so mein Plädoyer für Happy Mails. Gut, also das dazu. Vielen Dank, Jana. Ja, es ist tatsächlich noch etwas dazu gekommen und das würde ich euch eben auch gerne noch zeigen. Und außerdem habe ich gestern noch Blumen geschickt bekommen
aber leider ohne Absender. Also es war keine Karte dabei oder irgendwas und sie sind echt super, super schön. Aber leider weiß ich nicht, von wem sie sind und ich kann mich demnach nicht bedanken. Das ist ziemlich schade, weil ich freue mich natürlich sehr und wüsste gern, von wem diese Blumen sind. Also wenn ihr sie mir geschickt habt, sagt Bescheid. Genau. Ja, und ansonsten habe ich vor einer Weile eine liebe E-Mail bekommen, beziehungsweise mehrere, von einer lieben Zuschauerin, die sich aber nicht auf YouTube anmelden wollte und mir trotzdem etwas zu meinen Videos zu schreiben. Und das fand ich sehr lieb. Also nochmal danke für diese ausführlichen E-Mails. Und sie hat nach meiner Adresse gefragt, weil sie mir gerne etwas schicken wollte. Und ja, ich habe mich dann einfach mal überraschen lassen und heute kam die Post. Und ich freue mich sehr, weil ich habe es noch nicht aufgemacht, ich habe es so aus dem Umschlag jetzt rausgenommen, aber es sieht so aus, als hätte sie das Envelope Flipbook Tutorial verwendet. Also ein Flipbook aus Briefumschlägen gemacht, so wie ich es in einem der letzten Videos gezeigt habe. Und das finde ich ziemlich cool. Ich habe schon ein paar Mal das Feedback jetzt bekommen, dass das irgendjemand nachgemacht hat. Aber jetzt selber eins zurückzubekommen, ist natürlich nochmal was Besonderes. Ja, und sie hat auch mitbekommen eben, dass ich Geburtstag hatte und hat das dann auch nochmal angekündigt, dass jetzt was kommt. Also jetzt schauen wir das mal zusammen an. Also es sieht auf jeden Fall schon sehr schön aus. Die Farben sind ganz meins. Blau, braun. Sieht echt toll aus. Ich glaube, das ist ein Sticker von Paper Poetry. Also ich bin nicht ganz sicher, aber wie ich schon bei den anderen Sachen gesagt habe, selbst wenn es nicht stimmt und euch interessiert das, dann guckt trotzdem irgendwie nach dem, was ich so erwähne, weil das dann auf jeden Fall ähnlich ist. Also sehr, sehr schön. Ach, ich verschicke ja meistens dann so Sachen, die ein bisschen, was heißt aufwendiger sind, aber eher so ein bisschen gebastelter und freue mich dann halt auch total, wenn ich sowas in der Art selber mal bekomme. Also nicht, dass jetzt die Happy Mails, die ich sonst bekomme, nicht aufwendig werden oder sowas. Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Aber ich meine halt so, naja, sowas wie ein Flipbook zum Beispiel habe ich, glaube ich, fast noch nie so richtig gekriegt. Ja. Sehr gut getroffen. Mag ich sehr, sehr, sehr gern. Ein Chai Latte. Ich mag auch den mit Matcha, den es jetzt noch gibt. Oder auch das mit Zimt und so. Also ich mag die eigentlich alle sehr, sehr gern. Also vielen Dank. Ich nehme es mal anstelle eines Kuchens, wobei ich ja extrem viel Kuchen hier habe. Und ja, daran mangelt es eh nicht. So, Enjoy Life. Sieht auch selbstgeschrieben aus. Sehr cool. Es ist halt echt was anderes, sowas durchzublättern. Für Sarah. Life is beautiful. Dann wissen wir schon mal, dass es wirklich selber geschrieben ist. Sehr schön. So, das mag ich auch, die Schrift. Gestempelt. Da ist ein Brief. Den werde ich wahrscheinlich wieder nach Zucker zum Rausziehen. Sehr gut. Boah, richtig schönes Papier auch. Sehr cool. Also der Brief ist von der lieben Kerstin. So viel kann ich ja, glaube ich, sagen, weil das sagt euch ja noch nicht viel. Den Brief lese ich mal ganz kurz allein. Wow. Also ich bin sehr begeistert, weil sie hat geschrieben, dass das tatsächlich ihre erste Happy Mail ist, die sie überhaupt jemals verschickt. Und dafür ist sie echt richtig schön geworden. Und wie ich schon gesagt habe, also sie hat sich tatsächlich durch das Umschlag-Tutorial inspiriert gefühlt und wollte das eigentlich irgendwie nur ausprobieren und hat dann gedacht, ich freue mich vielleicht über Post und hat recht gehabt. Also wirklich vielen, vielen Dank. Und was sehr interessant ist, sie hat auch noch dazu geschrieben, wie sie manche Sachen gemacht hat.
Und zwar diese Wasserfarbeneffekte hat sie tatsächlich mit Tombows gemacht. Also mit Tombow auf, ich denke mal, ich weiß nicht genau, ob sie vielleicht direkt drauf gemalt hat. Moment, hat sie es geschrieben. Alle Aquarelleffekte sind einfach mit Tombow Brush Pens und einem Wassertankpinsel erstellt. Also entweder hat sie direkt drauf gemalt und danach noch vermalt oder mit dem Tombow auf irgendwas glatten und dann das quasi als Farbpalette benutzt und dann direkt aufs Papier. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen, auch hier. Und sie meinte auch, dass sie den Schmetterling extra auf ein bisschen Transparentpapier geklebt hat, damit er quasi ablösbar ist und weiterverwendbar. Und ich muss sagen, an sowas bei seiner ersten Happy Mail zu denken, ist echt schon sehr fortgeschritten, würde ich sagen. Also finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich möchte das jetzt eigentlich, auch wenn der super schön ist, glaube ich, nicht auseinanderreißen, sondern möchte das Ganze gerne so behalten eigentlich, wie es ist. Weil es einfach sehr schön aussieht und ich das nicht kaputt machen möchte. Hier hat sie auch geschrieben, die Sachen hat sie gestempelt und zwar mit Stay Zone, Midnight Blue und Jet Black. Also wen das interessiert. Und ja, also wirklich, wirklich schön. So, das Papier ist echt toll. Super schön. Auch das da, also mit Blau hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut getroffen. Life is beautiful. Auch sehr schön. Ganz toll ausgesucht. Oh, das sind Sticker. Okay, dann nehme ich es zurück. Also das ist dann doch nicht von Paper Poetry, weil das kommt bestimmt aus dem gleichen Set. Und das sieht anders aus. Also... Wow. Oh, die sind so schön. Oh, ganz toll. Und hier sind so Landkartensticker auch als Quadrate. Richtig schön. Oh Gott, die verwende ich doch wieder nicht, weil sie so schön sind. Oh Mann. Kerstin, jetzt schon vielen, vielen lieben Dank. Genau, und hier hat sie geschrieben, da hat sie eben das erste Mal eben auf Transparentpapier gestempelt. Und ich hatte mich ja schon mal darüber beschwert, dass das bei mir irgendwie nicht richtig trocknet. Aber sie hat das jetzt eben mit diesen Stay-Zones gemacht. Und wusste nicht, wie viel Rand sie drumherum lassen soll. Aber ich kann das ja quasi selber ausschneiden. Und ich muss sagen, also zum Ausschneiden ist auf jeden Fall genug Platz. Oh, so schöne Motive. So ein bisschen Steampunk-mäßig auch hier. Ganz toll. Super filigran auch. Und dass das nicht verschmiert ist, wow. Also echt, echt gut gemacht. Cool. Schön, schön, schön. Echt toll. Also vielen lieben Dank. Ich packe das jetzt trotzdem gleich wieder da rein. Also meistens, wenn man jetzt so eine Happy Mail bekommt, dann packt man die Einzelteile, denke ich. Also je nachdem, wie man sich selber halt so sortiert. Ich habe halt Sticker extra und so weiter. Und würde das dann normalerweise irgendwo einsortieren. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt sowas bekommt, dann lasse ich das meistens so und dann macht es eigentlich auch Spaß, sich jetzt mal zum Beispiel für eine Wochendeko oder so einfach diese Happy Mail wiederzunehmen und dann daraus Sachen so zusammenzutragen, weil die ja dann meistens auch irgendwie vielleicht ein bisschen zusammenpassen und so. Also ganz, das finde ich halt, ist auch so das Tolle an so einem Flipbook einfach. Das ist dann ja auch scheinbar mit Tombows. Krasse Farbe, irgendwie das Blau. No, eine kleine Maus mit dem Käse. Och, die sind ja auch süß. Ich könnte jetzt wieder spekulieren, wo die her sind, aber ich weiß es nicht sicher, von daher lasse ich es. Oh, die sind süß. Und ein paar Washi-Tapes mit Flamingos. Hier so ein bisschen Vintage, ein
Maßstab und Stempel. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber ich habe es nicht. Also ich habe keines davon. Sehr, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, Kerstin. Also ich denke mal, dass du es ja dann wahrscheinlich hier auch sehen wirst und vielleicht sogar darauf wartest, dass ich es vielleicht offen auspacke oder nicht. Also ich finde es halt schön und gerade wenn sich jemand so viel Mühe gibt und so, dass ja, dass andere das auch irgendwie sehen dürfen und vielleicht auch Inspiration darin finden für ihre eigenen Sachen. Also echt toll. Ich freue mich sehr über alles. Hast du alles sehr gut getroffen. Und ja, ich weiß nicht, ich freue mich. Also ich meine, das mit diesem Flipbook, das war ja jetzt nicht irgendwie die mega krasse Idee so. Und das habe ich ja jetzt auch nicht das erfunden oder so. Aber es haben halt trotzdem viele von euch irgendwie darauf reagiert, dass sie das toll finden und das irgendwie nachgemacht haben. Und dann jetzt selber irgendwie eins zu kriegen, ist schon echt cool, weil die ich dann selber mache, die verschicke ich ja und dann sind sie weg. ja. Und jetzt habe ich selber eins. Ganz, ganz cool. Ich mache das jetzt mal hier ab, weil dann glaube ich, wirkt es noch ein bisschen besser, wenn man das dann so richtig zuklappen kann. Ja, richtig schön. Also wenn du, Kerstin, wenn du das jetzt hier zum Beispiel noch ein bisschen also weggelassen hättest, dann hätte man das jetzt hier natürlich noch super gut durchgesehen und dann wäre das richtig wie so ein Titelblatt gewesen. Aber ich nehme mal an, dass das auch so ein bisschen verstärkend sein sollte. Aber, also das war jetzt keine Kritik oder so, sondern das ist echt schön geworden und wie gesagt auch ganz meine Farben, das ist auch so schön. Ja, also ich werde es auf jeden Fall in Ehren halten und vielleicht siehst du es dann bei einem der nächsten Wochendekos, wobei ich echt mich doch wieder kenne, dass ich das dann nicht benutze, sondern einfach nur angucke und streichle. Aber die definitiv, ja, also vielen lieben Dank. Ja, also danke an alle, von denen ich jetzt Post öffnen durfte. Ich glaube, das war's jetzt. Also, wenn noch was eintrudelt und ich bin noch nicht fertig mit dem Schneiden, dann füge ich es noch hinten an. Aber jetzt hat sich nichts mehr direkt... Also ich weiß von nichts, von daher gehe ich mal davon aus, dass es das war. Und ja... Wir sehen uns dann einfach das nächste Mal, wenn ich wieder irgendwas zu zeigen habe, irgendwelche Happy Mails, die ich verschicke oder bekomme oder ja. Ich hätte auch noch eine andere Happy Mail Verpackungsidee, die ich auch schon mal verschickt habe. Also wenn ihr eben irgendwas sucht, wo man nicht nur so Sachen, Umschläge aufeinander macht und verschnürt, sondern irgendwie in eine Einheit so ein bisschen verwandelt. Also wenn euch das auch noch interessiert, sagt Bescheid. Ich habe die nächste Zeit leider bis Ende März nicht mehr ganz so viel Zeit, aber ich versuche trotzdem was von mir hören zu lassen. Genau. Also, nochmal, vielen Dank an alle. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, wir sehen uns. Tschüss. Thank you.